Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr aktuell Safe Wizard Outfits online holen könnt. Ja, ihr könnt das über den Safe Editor nur über den Actor Editor machen. Aber damit kann man sich auf jeden Fall auch nice Outfits machen. Ihr könnt euch zum Beispiel auch für den männlichen Charakter jede einzelne Joker online holen. Ihr könnt euch den Space Ranger Helm online holen, alle möglichen Panzerungen. Und ja, das Safe Game werde ich euch auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung verlinken, sowohl für den Mann als auch für die Frau. Ja, ebenso braucht ihr halt noch einen Fallschirm, das heißt, zieht euch mal einen Fallschirm an, den Israel-Fallschirm, speichert das Outfit dann einmal ab. Und ja, wenn ihr dann soweit alles vorbereitet habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Als allererstes müsst ihr mal euer Safe Game halt von eurem PC auf die PlayStation übertragen. Das macht ihr mit Safe Wizard, aber die Leute, die Safe Wizard haben, werden das wohl schon wissen. Und ja, tut einfach das Safe Game auf die PlayStation übertragen und startet einmal das Game neu. Seid ihr dann in der Open Lobby angekommen, das heißt, welche Lobby das ist, ist auch wirklich völlig egal. Begebt euch einfach zu dem Zeitrennen, fahrt einfach in das Zeitrennen rein, drückt Steuerkreuz nach rechts, Options und dann von dort einmal in den Story-Modus rein. So, wenn ihr dann mit Michael spawnt, werdet ihr feststellen, dass Michael einen Anruf bekommt. Sobald Michael anfängt zu reden, 3 Sekunden warten und dann einfach ja, Options und dann in Rockstar Editor einmal reingehen. Im Editor angekommen, gehen wir einfach von dort aus in den Regisseurmodus einmal rein. So, mit X bestätigen, wunderbar. So sind wir im Castle-Trailer angekommen, gehen wir zuerst auf Akteure, dann auf GTA Online, suchen uns den GTA Online-Charakter aus, bestätigen aber nicht, gehen dann zurück auf Favoriten und dort sehen wir die 10 Outfits, die auch auf dem Safe-Game drauf sind. Und ja, die können wir jetzt alle dann online holen. Sucht euch einfach das Outfit aus, was ihr euch online holen wollt. In meinem Fall hole ich einfach ja, das weiße Outfit online. Einfach dann mit X bestätigen. So, sind wir dann im Regisseurmodus angekommen. Müssen wir einfach so 5 bis 10 Sekunden im Regisseurmodus einfach verweilen. 5 bis 10 Sekunden, das reicht auf jeden Fall. So haben wir das gemacht, können wir ganz einfach den Regisseurmodus dann verlassen über das Interaktionsmenü. Dann sind wir jetzt im Story-Modus und im Story-Modus machen wir auch genau das gleiche. Halten es einfach auch so für 5 bis 10 Sekunden uns hier auf. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir einfach auf Options, auf Online und gehen dann in eine Einladungssetzung rein. So, und in der Einladungssitzung ist angekommen, werdet ihr auch sehen, dass wir jetzt mit dem gemoddeten Outfit gespawnt sind. Ja, unsere Duffelbag, die ist auch drauf. Wenn es bei euch jetzt der Fall sein sollte, dass ihr ohne Duffelbag spawnen sollte, also wir gehen jetzt auf Secure Reserve, einmal registrieren, dann gehen wir auf Verwaltung, dann gehen wir auf Stil und dort dann einmal nach rechts und nach links switchen und dann müsst ihr Duffelbag auch bei euch angezeigt werden, wenn ihr vorher den falsch ihr angezogen habt. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es jetzt so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.